Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein- oder zweimal in der Woche ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat. Wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen und Illustrierten verfügt. Wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Wir sind die Generation Krise. Keine Kohle, keine Zukunft, keine Perspektive. Willkommen in der Generation Krise. Verraten und verkauft, dann machen wir halt Aufstand. Wir sind die Generation Krise. Keine Kohle, keine Zukunft, keine Perspektive. Willkommen in der Generation Krise. Verraten und verkauft, dann machen wir halt Aufstand. Wir sind die Generation Krisenopfer. Jede Woche, miese Woche, hier hat keiner Perspektive, aber jeder ein Lieblingswodka. Wir kriegen wie ein Riesenboxsack ständig nur drauf. Viele schießen sich ab, manche hängen sich auch auf. Viele hängen in einem Dauerloop. Maßnahme, Warteschleife, harte Zeiten. Hart soll reichen, lernen auf diesen Staat zu scheißen. Lerne diesen Staat bescheißen oder du wirst ausgenockt. Du hast auch schon oft gesehen, wie sie Bewerbungen auf den Stapel schmeißen. Gerade keine Jobs, so wird's wohl auch weiter bleiben. Deine Leistung zählt hier nicht, Stempel drauf und weiter reichen. Hast du's drauf, dich einzuschmeicheln, kannst du vielleicht ein bis zwei oder wenn du Glück hast, sogar 3 Jahre Zeit arbeiten. Hyper, hyper, zumindest Fernsehen ist noch farbenfroh. Haribo, Casio, Arzen, Techno, Party, Host. Castingshows, die suggerieren, du hast eine Chance bei Viva. Kohle zahlen, Recall, Rausflug, Antidepressiva. Wir sind die Generation Krise. Keine Kohle, keine Zukunft, keine Perspektive. Willkommen in der Generation Krise. Verraten und verkauft, dann machen wir halt Aufstand. Wir sind die Generation Krise. Keine Kohle, keine Zukunft, keine Perspektive. Willkommen in der Generation Krise. Verraten und verkauft, dann machen wir halt Aufstand. Und ihr wollt uns erzählen, dass das alles Schicksal ist. Wie die Scheiße wirklich läuft, haben wir längst mitgekriegt. Wer Kohle hat, kriegt Freispruch, wenn er mal vorm Richter sitzt. Eure Lügen stinken wie ein tagealtes Fischgericht. Glaubt man eurer Medienhetze, sind wir alle Jugendgangs. Die größte Gang von allen sind gewaltbereite Hooligans, die vom Staat noch Wagen kriegen mit einer blauen Leuchte drauf. Bei Personalkontrollen ziehen sie ziemlich selten Deutsche raus. Ihr könnt nicht aus eurer Haut, dieser Staat hat Tradition. Linke und Migranten kriegen keine Nachsicht, Nazis schon. Simple Addition zeigt, wie viel Aussicht man hat auf eine Übernahme oder einen Ausbildungsplatz. Wir haben nur die Wahl zwischen Arge und Bund. Alter Fuck, in dem Staat hier ist gar nichts gesund. Wir bemalen eure graue Welt mit unseren Lieblingsfarben. Merkt euch eins, wir werden nicht für eure Krise zahlen. Wir sind die Generation Krise. Keine Kohle, keine Zukunft, keine Perspektive. Willkommen in der Generation Krise. Verraten und verkauft, dann machen wir halt Aufstand. Wir sind die Generation Krise. Keine Kohle, keine Zukunft, keine Perspektive. Willkommen in der Generation Krise. Verraten und verkauft, dann machen wir halt Aufstand. The